Herzlich willkommen hier zwei weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, der letzte Livestream klappte nicht so gut aufgrund von technischen Problemen, die ich hatte, aufgrund vermutlich mal Autodrive, die weitere Version. Ja, irgendwas hat alles geklappt. Verdacht, ob so ist, keine Ahnung. Ja, wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter mit der Auszeit auf Feldnummer 47. Das heißt, ich habe immer die Käse gekauft. Zweimal, weil die brauchen ja nur zwei Geräte von großen Feldern. Wir werden jetzt Verband aussehen. Das heißt, ich rechne mal einmal einen Kurs aus, und zwar mit dem ersten Gerät. Das war Feld 47, zwei Vorgewendebahnen, zwei Maschinen. Weich, oben runter. Gehen wir mal ganz kurz. Und zurück. Den gleichen Kurs, den werden wir jetzt kopieren. Also nicht mehr rechnen, sondern einfach kopieren. Dazu gehen wir rein. Feldmodus. Und dann gehen wir hier kurz in Suchen, welcher Kurs ist. Also das kann dann nicht sein. Da muss ja im Prinzip bei 20 Meter sein ungefähr. Das genau ist der Kurs. Das ist genau ein Autonomus K2 18 Meter, das kommt genau hin. Das ist er dann auch. Ne? Und dann machen wir hier auf den ersten Wegpunkt. Und den, weil er ja hinten steht, fahren wir rechts. Rechts passt, alles deaktiviert. Dann stellen wir hier ein auf Verband. Entfernung 100 Meter, das ist okay. Lassen wir so. Und hier machen wir das gleiche. Hier muss es nur links sein. Sonst fahren beide auf der rechten Seite, das bringt ja nichts. Ne? 0-0. Und hier machen wir den Verband auch aktivieren. Der Verband ist deswegen wichtig, sobald er irgendwo eine Kurve ein bisschen länger braucht. Und der andere würde hinten drauf fahren. Wollen wir nicht. So, da ist es richtig. Müssen wir gleich eingucken, und dann auch, ob es auch absurd. Ne? Müssen wir fällt mir 42 mal aussehen mit Raps, weil das war nicht der Fall. Weil ich Weizen gehabt. Und Weizen will ich ja auf dem Weizenfeld, was vor Weizen mal nicht haben. So, die sieht ein bisschen komisch aus, aber da sind diese, gibt es wirklich die Fahrzeuge, aber als Prototyp. Und die kommen ohne Fahrer aus. Also im Prinzip, was ich jetzt mache mit Courseplay, das werden die so ähnlich haben. Ein Programm, was mit GPS zusammengearbeitet, sicherlich Felder arbeiten. So, starten wir. Kriegen wir raus. In dem Maul, normalerweise bist du ja nicht drin, normalerweise ist ja in dem Fall so mit der Fernbedienung, ne? So ähnlich. Ne? So, der fährt nun voraus. Wir werden mal die ersten Meter beobachten. Weil normalerweise wartet ihr jetzt ab, bis die 100 Meter erreicht sind. Und dann gibt er auch Gas. Ne? Auf Raps. Wir haben da hinten noch einen Ball zu hängen, das weiß ich nicht genau. Den muss ich immer sehen, wo runterkriegen wir. Vielleicht haben wir Glück und der wird einfach nicht geschleift. Den konnte ich nie aufladen. Machen wir hier mit Allrad, ne? Na, kein Bock. Habe ich mein Eingreifen den Kurs einfach unterbrochen? Die Allrad einstellen. Na gut. Das ist das erste Mal, dass das funktioniert. Ja, heute Abend mache ich eine Aufnahme. Und bearbeite ich am Samstag Vormittag und dann alles hoch. Wie ich gesagt habe, ist passiert. Die Ernte auf Feld Nummer 60 und 42 läuft aktuell.
beziehungsweise Sojas Ende. Ich muss hier nur mal gucken, ob das so klappt, so wie es klappen soll. Also beide machen jetzt eine Vorgewende, also noch einmal noch. Also das scheint zu funktionieren. Ich hoffe, dass er entsprechend ausreichend ist, dass wir genug Dünger und Saatgut haben, ne? So, was sagt die Zeitangabe? Braucht 33 Minuten. Gut, da werde ich den Kurs mal speichern. Weil ich weiß genau, wenn ich jetzt die Folge beendet habe. Im Normalfall mache ich ja ein Let's Play 3-4 Folgen. Mindestens Minimum hintereinander fertig oder manchmal auch 6 oder 7. In dem Fall mache ich heute nur eine Folge. Weil mittlerweile 1 Uhr ist. Ich muss, wie gesagt, Programm testen, ob das funktioniert. Ja, scheint zu funktionieren. So. Feld. 47. Aus. Saat. Na. Das reicht mir schon. 2. Da. Zeuge. 15 Meter. Das ist nur für mich als Erinnerung, dass es nur so ist. Großen Ganzen mache ich ja, speichere ich muss ich gar nicht, sondern programmiere lieber neu. Ob man so gut ist, die andere Frage. Und bei 40 und bei 41 habe ich auch gespeichert und bei 60 auch. Mal sehen, vielleicht nächstes Mal, dass ich daran denke. Der Bahnlack hier irgendwo. Gut, schauen wir nach Feld Nr. 42, wo er fertig ist. Dann können wir hier auch gleich lassen. Wo einfahren. Machen wir Platz. Dann kann der andere nicht wegfahren. Oder er folgt mir um. Kann nicht sein. Na, er fährt weg. Wenn wir Glück haben, fährt er zum Hof und macht leer. Denn dann können wir ja bald anfangen mit Feld Nummer 12 am Hof. Das machen wir am Morgen. Also am Tag. Na, nicht in die Ingame, nicht, das ist zu spät. Weil ich befürchte, wie wir nass wird. Das trocknet ja so schlecht hier. Wir fahren trotzdem zum Hof. Der muss dringend gewaschen werden und gewartet. Die Aussaat läuft erstmal alleine. Sonnenblumen ist noch bei. Gras werden wir wahrscheinlich nichts mehr machen können. Aber da plane ich nächstes Jahr Mais. Stand heute Körnermais. Ne? Also ich kann sich natürlich daran ändern, aber wie gesagt, Stand heute. Ja, Justin, das klappt garantiert nicht. Mit dem globalen Markt, wenn du was haben willst. Dass den Augenblick viele andere schneller verkaufen. Aber das ist halt so, ne? Um mal ganz kurz die Klappe zu machen hier. So. Fahren wir mal zum Hof. Ja, das ist auch nur ein Auffassweg, ne? Fast. Fast. Und dann da kommt näher Getreide rein, einmal Gerste und Weizen. Da wo die Soja war, wahrscheinlich Gerste oder Weizen, das ist ja im Grunde egal. Sind ja hier nicht so wichtig. Was ich überlegt habe, aber trotzdem,
für einen globalen Markt einen privaten Markt zu machen, und zwar für mich alleine, weil dann kann ich die Früchte theoretisch auch im Marsch verarbeiten in Produktion. Weniger Mist oder so Zeug, aber eher so Getreide, ne? Weizen, Gerste kann man da also gut für Bier verbrauchen. Wahrscheinlich Sonnenblumen kann man da auch verwenden für Sonnenblumenöl oder sowas. Das könnte man dann machen, ne? Also Holz verkaufen, also in der jetzigen Folge mache ich das sowieso nicht, weil ich habe die Software nicht aktiviert. Ich meine, das ist ja, ich muss zwar im anderen Markt teuer einkaufen, in Anführungszeichen, beziehungsweise man muss den Mindeststand erstmal da lassen, dann geht's nachher. Ja, jetzt läuft's rund, ne? Ist komisch. Ja, der Livestream wollte nicht sein. Das sollte nicht sein. Ich teste jetzt aber wieder die Original-OBS-Software, ob der ein bisschen besser ist. Als die OBS Labs. Ich habe da den Eindruck, dass es da echt hinkt. Ich kann da einstellen, was ich will. Das ist am Ende ist der Ton nicht mehr synchron. Das ist äußerst ärgerlich. Wenn ich schieße, dann muss er schießen und noch nicht ein paar Sekunden später. So. Da vorne ist die Waschstation. Tanken? Na, tanken müssen wir nicht. Oder? Wir tanken da vorne an der Originaltankstelle. So, Reparatur. Die brauche ich nicht mehr. Die ist hier ausgedeckt, die. Wohl die reparieren. Oh. Ja, wenn eine neue Karte kommt, dann muss ich sehen, meine Tiere überkriege. Das heißt, wir alle Kühe in einen Stall bringen. Einen großen Stall. Und dann versuche ich, Tiere rüberzuholen. Die Maschinen werde ich aber noch nicht machen. Da werde ich mal kaufen. Eine Möglichkeit. Aber ich werde die Jahreszeit zu Ende spielen, das steht fest. Als das Jahr. Und da überlege ich noch. Ja, wir haben jetzt aktuell ja Mitte Herbst, da kommt dann noch der Winter. Also im Winter kann man wechseln, theoretisch. Wenn ich aber jetzt die Aussaat drin habe im Frühjahr, dann ziehe ich das Jahr durch. Bis zum Herbst, bis die Ernte weg ist. Ne? Also die Ernte muss dann schon gerettet werden, kann man sagen. So, nicht wieder zu erkennen. Er berührt das auch und sauber. So. Das andere läuft noch. Sollte aber nicht mehr viel sein. Und der soll noch einmal ran, hier auf Feld Nummer 12. Wir haben erst einmal Platz. Dann geht. So. Das wär's, ne? Der muss noch weggeräumt werden. Ja, das wird nicht so einfach. Also Umzug ist ein bisschen mit Stress verbunden. Also das wird nie so, wie es vorher war. Ne? Also die platzierten Höfe. Denn wir haben ja jetzt nachher die Möglichkeit, da der Originalkabel jetzt ja funktioniert, und bei der V3 wird es ja auch funktionieren, wirklich besser wie jetzt. Aber die ganzen Unterstände, die brauchst du ja irgendwo, ne? So, die werden wir auch gleich waschen. Stroh haben wir jetzt nicht mehr.
Oh, die Zoe ist da. Und lass sie mal fahren. Wir werden mal das Fahrzeug waschen. Später werden wir näher das Spiel neu laden und dann werden wir die Fahrzeuge zum Bau schicken. Hier mal kurz drehen und wenden. So eng hier. Na, hier geht's. Schon leicht, wenn die Hochsilos funktionieren, ja, endlich. Das heißt, dann werde ich auch keinen anderen Silo bauen. Sondern einfach so den übernehmen, wie es ist. Die Tankstelle ist ja auch nicht notwendig. Brauchen wir ja nicht. Die Werkstatt, ja. Aber alles andere nicht. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein, für Samstag. Samstagfolge. Sonntagfolge mache ich dann morgen auf. Heute. Dann sage ich mal tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen.